Hey, da bin ich wieder. Also, es geht weiter mit dem Chinesischkurs, mit dem Klassisch-Chinesischkurs. Diesmal möchte ich euch dieses Zeichen vorstellen, er. Und er hat drei verschiedene Bedeutungen und hier stelle ich erstmal eine davon vor, habe ich hier unten schon in den Kasten reingeschrieben, nämlich die Funktion einer koordinierenden Konjunktion. Also, a, er, b, a und b. Das ist keine Aufzählung wie Äpfel und Birnen, sondern es ist A machen und B machen. Das heißt also, das er verbindet entweder zwei Verben, zwei verbale Phrasen oder zwei Sätze. Und genau, in diesem Fall koordinierend. Es gibt auch noch andere Verbindungen, aber diese hier ist koordinierend. Also ja, gleich stark, ohne Prioritätensetzung. A und B sind auf derselben, auf Augenhöhe sozusagen, innerhalb des Satzes. Das Beispiel ist aus dem Laozi und ich habe natürlich mal wieder den Textkontext weggelassen, weil der wieder ein bisschen komplex ist. Deswegen gebe ich euch den einmal so. Es geht um den Herrscher und darum, was für Typen von Herrscher es gibt oder was für Qualitäten ein Herrscher haben kann. Und es ist aufgeteilt in vier Teile. Die ersten beiden bestehen jeweils aus sechs Zeichen, 2, 4, 2, 4 und die letzten beiden aus vier Zeichen. Nichtsdestotrotz, auch wenn die ersten beiden ein bisschen komplexer aufgebaut sind, ist eigentlich alles parallel. Also wir haben auf jeden Fall erstmal das Textthema. Das ist der Herrscher. So. Und dann haben wir hier innerhalb dieses Satzes oder innerhalb dieser Sätze haben wir dann auch nochmal Unterthemen. Tai Sha. Tai, Superlativmarker, und Sha heißt oben. Das heißt also dann das Höchste oder hier in diesem Fall ein bisschen abstrakter das Beste. So. Und das ist für den ersten sechs Zeichenabschnitt das Satzthema. Tai Shan, das Beste, was das Beste anbetrifft, so ist es. Bu zhi you zhi. Und hier referiert das zhi auf das Textthema, nicht auf das Satzthema. Und das Textthema ist, wie ich gesagt habe, der Herrscher. Also, nicht wissen, es gibt ihn. Also, erste Aussage über einen Herrscher ist, das Beste ist es, wenn man nicht weiß, dass es ihn gibt. Qi zi. Qi ist der Genitiv der dritten Person Singular. Das heißt also sein, ihr oder sein im Deutschen. Also sein, gemeint ist da der Umstand. Sein zi, nachfolgender oder nächster oder in der Kategorie eine Stufe weiter drunter stehender, also das Nächste. Das Nächste nach dem Taishan, nach dem Besten. Was das Nächste anbetrifft, oder das Nächstniedrigere anbetrifft, Qin, Er, Yu, Zhi. Vier Zeichen. Und hier haben wir das Er. Und wie gesagt, ist hier koordiniert, also und. Qin heißt sich jemandem nahe fühlen oder sich jemandem verbunden fühlen. Er und Yu. Jemanden loben. Und wen oder was? Zhi. Und das ist dann wieder das Textthema, nämlich der Herrscher. Also noch einmal zusammenfassen. Das Beste ist, wenn man nicht weiß, dass es ihn gibt. Und das nächst Schlechtere, sich ihm nahe zu fühlen und ihn zu loben. Qi zi. Eine Stufe darunter, also dessen eins untergeordnet sein oder nachfolgen. Wei, zhi. Wei heißt jemanden fürchten und wen und was, wen oder was? Zhi, den Herrscher. Also das nächst, Klammer auf schlechtere, Klammer zu, ist ihn zu fürchten. Und qi zi. Das wieder nächst schlechtere oder eine Stufe weiter runter, unten stehende. Wu zhi. Und Bu heißt jemanden beleidigen oder diffamieren oder ja, schlecht über jemanden reden.
So. Ja, es ist, wie ich versprochen habe, alles parallel. Man hat eigentlich immer den Fall, dass vorne irgendwas steht und hinten ist dann das Verb in irgendeiner Qualität. Hier way, da u, hier ziehen und ü. Und hier buschel. Und dann das Objekt dieses Verbs ist halt immer j, also immer der Herrscher, der auch das als Thema ist. Ich übersetze sie einmal von vorne bis hinten runter, also nach dem Lesen. Tai shang bu zhi you zhi, qi zi qin er yu zhi, qi zi wei zhi, qi zi wu zhi. Komplett. Klammer auf, was den Herrscher anbetrifft, Klammer zu. Das Beste ist es, wenn man nicht weiß, dass es ihn gibt. Danach kommt, dass man sich ihm nahe fühlt oder ihm verbunden fühlt und ihn lobt. Darauf folgt, dass man ihn fürchtet. Und darauf, Klammer auf, schließlich Klammer zu, folgt, dass man ihn beleidigt oder über ihn schimpft. Genau. Und das wäre die erste Funktion von unserer koordinierenden Konjunktion.